Ja, warum braucht man im Jahr 2019 noch einen Frauentag? Ich musste gerade an ein Gespräch denken, das ich mit einer Freundin geführt habe. Und zwar sprachen wir über die Leben unserer Mütter und unserer Großmütter. Und ich erzählte von meiner Großmutter, die 1918 geboren wurde. Das ist etwas mehr als 100 Jahre, es ist jetzt her. Und die ein vollkommen anderes Leben geführt hat als ich, die als Hausfrau gearbeitet hat, zu Hause. Und ja, wo sich die Frage, ob sie studieren will oder wie sie leben möchte, eigentlich gar nicht gestellt hat. Ja, und in diesen 100 Jahren ist viel passiert. Gleichzeitig sind es nur 100 Jahre. Also es ist irgendwie wirklich wenig Zeit auf die ganze Menschheit gesehen. Und ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, dass man sich diesen Frauentag zum Anlass nimmt und darüber nachdenkt, wie Gleichberechtigung funktionieren kann und wie wir alle weiter daran arbeiten können, dass es gelingt.